Deutschlands Zeitfahrstar Toni Martin steht offenbar kurz vor einem Teamwechsel. Vom Team Katusha Alpecin soll es in die Niederlande zu Lotto-Nel Jumbo gehen. Lotto-Nel Jumbo habe die Gerüchte zunächst nicht bestätigen wollen, berichtet das Portal Cycling News. In den kommenden Tagen soll der Wechsel des für 2 Jahre verpflichteten Martin jedoch offiziell bekannt gegeben werden. Der 33 Jahre alte Martin soll insbesondere das Team für das Mannschaftszeitfahren stärken. Die Leistungsträger von Lotto-Nel Jumbo, Primus Roglic und Steven Kruiswijk hatten bei der Tour de France den 4. und 5. Rang belegt, weil sie unter anderem über eine Minute im Mannschaftszeitfahren auf Team Sky verloren hatten. Außerdem rechnet das niederländische Team wohl mit dem einen oder anderen Etappensieg Martins. Bei der Tour de France sammelte der gebürtige Cottbusser bisher insgesamt 4 Tagessiege. Martin ist dreifacher Weltmeister im Einzelzeitfahren. Seit 2017 fuhr er für Katusha Alpecin, vorher war er unter anderem für Etix Quickstep aktiv.